Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Kirby und das vergessene Land. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zu Kirby und das vergessene Land im Vergessvergnügungspark. 51 Seen müssen wir finden, okay. Genau genommen 46 müssen wir eigentlich finden, 15 der Boss. Okay. Danke für die Igelbauer. Einmal den Eintritt zahlen, okay. Ich sehe schon. Kann ich eigentlich auch die Maschinen kaputt machen mit dem Stopfer? Nein. Achtung, dieser Kegelstopfer ist stachelig. Okay, easy. Bisher easy zu finden. Okay, da rechts ist auf jeden Fall eins. Aufpassen, dass ich nicht darunter gerate. Tschüss. Tschüss. Hab nicht mal gesehen, dass er so ein Gegner war. Die Schildkröte ist höchstwahrscheinlich auch eins. Der gerade fast reingerannt. Ja, der ist sogar der Dreifach. Es gibt immer einen Dreier. In dem Punkt. Da fehlt noch eine Seele irgendwo. Schnell. Da oben. Aber wie komme ich da dran? Ah. Aua. Na gut, ein Treffer ist nicht weiter schlimm. Okay. 12 im ersten Abteil. Deine Kräfte hätte ich lieber. Die Bomben. Ich weiß, dass ich Eisgang brauche. Ich sehe es ja. Und weggeschlüpft. Aua. Irgendwo dazwischen ist es versteckt. Einen von denen niete ich jetzt mal weg. Wo ist es? Wir haben noch nicht alle Seelen. Im Geheimraum. Wo denn sonst? Den ich beim ersten Mal komplett übersehen habe. Als ob ich jetzt auch noch auf die Geheimräume achten muss. Alter, das wird so schrecklich. Ich hätte jedoch in den meisten Fällen komplett übersehen. So, hab sie. Damit hätten wir alle Fragmente hier.
Das wird bestimmt überhaupt nicht unangenehm. Aua. Steht da einfach so ein Büffel. Soll ich mich dagegen wehren? Glotz in mein Licht. Wenigstens sind diese Verfolgungsdinger nicht hier. Sehr nett, genau da den hinzusetzen. Na gut, sie scheinen ja auch eine Ausweichmöglichkeit hinzustellen. Also alles easy. Oh, eine ultra seltene Kapsel. Easy. Ich habe Angst, hier im Dunkeln die Dinger zu übersehen, weil das peinlich wäre schon teilweise. Och nö. Seid doch dreckig. Ich treu sie ein bisschen. Tschüss. Die habe ich auch beim Biken gesehen. Hätte ich auch gleich sagen können, dass da bestimmt irgendwas ist. So, hier am Ende rechts war ein Geheimraum, das weiß ich noch. Nein. Genau, hier. Ah, diesmal sind aber diese Verfolgungsgordos nicht links und rechts von mir, sondern geradeaus von mir. Und ich muss sie erst rauslocken. Gut, dass sie blind sind. Alle Fragmente! So, ich kann die Lampe ja sogar in den nächsten Bereich mitnehmen, oder? Nee. Ich dachte kurz, ich hätte mir den Ausgang versperrt. Warum mach ich's nicht einfach so? Warum soll ich da außen lang? So viel Skill habe ich nicht. Okay, ich sehe schon, wo das hinführt. Meins. Das Ungünstige, was hätte passieren können. Wartet. Von mir. Wenn schlöp ich dich weg. Weg mit dir. Da ist was Böses zum Umbringen. Tschüss. Hier ist eine Seele versteckt. Und da ist sogar ein Stern für mich, den ich verwenden kann.
So, und hier war die Challenge, da hinten hinzukommen. Ich muss doch erst irgendwo einen Schalter aktivieren, oder nicht? Ich muss erstmal platt gefahren werden, das ist das Ding. Nee, ich muss da unten das aktivieren und dann muss ich irgendwie nach da oben. Also ich kann auch versuchen, instant dahin zu kommen. Okay. Fast reingesprungen. So, wie komme ich da jetzt hoch? Ah. So, die eine Seele, da fehlt, glaube ich, noch. Ja, das waren alle. Dann können wir weiter. 9 müssten hier jetzt sein. Ach, verschwinde aus meinem Blickfeld. Das ist ein Labyrinth, was ich hier meistern muss. Kann ich hier eigentlich auch noch vereist essen? Nee. Da sind Knöpfe. Will ich die drücken? Ich glaube ja. Okay. Knöpfe sind gedrückt. Ich glaube, die Bomben kann ich hier eher gebrauchen. Das hat jetzt nicht ganz so gut funktioniert. Hier ist irgendwo ein Weg nach oben. Da. Dieses Labyrinth, hatten wir das? Also gab es das eigentlich? Weg! Da war eine Ultrafähigkeit. Die holen wir uns sofort. Okay, alle Fragmente gefunden. Jetzt geht es an den Bosskampf. Und ich weiß noch aus Erfahrung, dass der Schütze am besten ist. Dafür. Den kriege ich aber leider nicht, also müssen wir uns mit dem Schwert begnügen. Aua. Mit mir nicht, das schaffst du nicht. Nein. Das brauche ich noch. Ja, wow. Okay, sie erscheint gleich wieder bei mir. Du kannst nix. Da ich den Schützen ja nicht zur Verfügung habe, der wäre echt praktisch. Oh Gottes Willen. Die kann auch diese Fähigkeit, die Leopold konnte.
Okay, diesmal nur sie alleine. Tot! Tot! Ja! Hat Sandra besiegt. Ja, mit den Seelen. Bisher läuft's doch gut. ...51 Seelen gefunden. Und den Urerzfeind, vergesst DDD. Nur noch 3 Welten haben wir vor uns. Ne, 4. Ich vergesse diese... ...Techno-Welt. Hälfte haben wir. So, wartet. Zurück zur Wally-Stadt. Wir machen jetzt auch noch die eine Challenge, die ich jetzt noch bekommen hatte. Die hatte ich für den Maskenhammer bekommen. So, zack. Ich könnte mich auch noch eben kurz aufboosten, aber wir machen jetzt einfach. Einen Moment. Hier seht ihr... Irgendeine fehlt mir noch von Geschichte her. Wahrscheinlich kriegen wir noch von irgendwas eine Fähigkeit. Und halt der Maskenhammer. Der hier vorne aufgeploppt ist. 1,40 habe ich hierfür. Gut, dass ich den schon aufgewertet habe. Und ich hatte noch mehr Power. Feste drauf. Okay, einfach draufhauen. So, ist das mal der letzte Hund? Einfach weghauen. Kommt doch her, wenn ihr euch traut. Einfach draufhauen, einfach draufhauen. Das passt schon. Außer die Schlange ist tot. Nein! Och, hör auf mich zu essen! So, den wilden Bonkers habe ich schnell tot. Ich hoffe, das war schnell genug. Ich habe draufgehauen wie ein Berserker, also... Ja, schneller kann ich nicht. Das muss ich offscreen schneller versuchen. Da haue ich mir dann einfach die Booster rein. Dann sind die alle One-Hit. So, das wollte ich ja jetzt auch nur einmal gemacht haben. Ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja... Abo und ein Like da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!